Meine Lieben, heute ist Donnerstag und Donnerstag ist Tea Tea Time. Time. Und Donnerstag ist Tea Time. Und ja, wir haben hier was vorbereitet. In wenigen Sekunden geht's los. Buenas tardes. Das ist das, was man sagt um diese Uhrzeit, meine Lieben. Zumindest hier bei uns auf der Insel. Denn wir sind auf Mallorca. Genauer gesagt in Campigafort, beziehungsweise im heutigen Fall kurz vor Campigafort. Mach mal, ich Wir will. wohnen ja kurz vor den Toren der Stadt. Ja, hier ist der Dachtag. Ganz herzlich willkommen. Wir haben das eine oder andere vorbereitet. Ihr wisst, dass wir eine sehr ereignisreiche Woche hinter uns hatten. Es hat nicht nur wieder jeden Tag geregnet, sondern wir waren ja auch auf einer Hochzeit. Dazu später Da mehr. hat zwar nicht geregnet, Da hat es Gott mal sei nicht Dank. geregnet, Gott sei Dank. Ein Tag, 3 Wochen lang Regen und ein Tag kein Regen. Genau. Und heute nutzen wir jetzt diese kleine Regenpause, die wir im Moment haben, um mit euch die Tea Time zu zeremonieren. Weil wir haben nämlich Tee mitgebracht bekommen. Genau. Aus Friesland gab es frischen Bünding-Tee. Die Familie Bünding gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist meines Erachtens einer der leckersten Tees, den man trinken Und kann. Wir dazu haben gab es auch gleich einen Teefilter, ja, Teefilter. genau. Den habe ich schon mal befüllt mit dem grünen Tee, mit dem schwarzen Tee. Ein Bändchen rumgemacht. Und den großen Friesenkandis, den gab es auch dazu, die sogenannten Klunches. Also, wie gesagt, ganz lieben Gruß nach aus Friesland an Sigi und Elke. Ganz lieben Dank dafür. Jetzt endlich die Tea Time. Und wir sagen Danke in den Schwarzwald, denn wir haben, dazu gibt es heute Schwarzwälder Schwarzwälder. Kirschkuchen. Ganz lieben Dank, schöne Grüße in den Schwarzwald und nochmal ganz liebe Grüße an unseren lieben Freund Andi nach Moers, denn es gibt dazu auch lecker frischen Stollen. Und während unser Tee jetzt zieht, hier ist heißes Wasser drin, aber richtig heiß, Heißes Wasser ist heißes aber Wasser. richtig heiß, während unser Tee jetzt 3 Minuten zieht. Ich gucke mal eben auf die Uhr. Ich bewege das mal Ja, ein genau. bisschen. Das ist jetzt ganz kurz vor Jamaika. Ja, bewegt das mal ein bisschen. So. Während der Zeit werde ich jetzt mal ganz schnell eben hier ein Plätzchen schaffen. Du gibst mir mal den Stollen. Und was machst du auf den Stollen drauf? Butter und Butter Salz. und Oh ja, warum Salz. nicht? Ich meine, ich Wenn habe man... schon Butter und Salz hingestellt. Ich muss zugeben, ich mag das auch sehr gerne. So, hier ist der leckere Stollen. Ach, der ist nochmal eingepackt. Guck mal, Du hast es, glaube liebe ich, schon Zeit. gezeigt. Mit Kandiszucker. Ja, Als ja, Kind habe habe ich ich schon. Kandiszucker Ja, immer haben wir gelutscht. gelutscht. Ja. Ich Das glaube, ist das hat jeder gemacht. ja Kandiszucker gelutscht. die sogenannten Diamanten unter dem Zucker. Schön Kandiszucker. Ja, Klingeling. Möchtest du auch ein Nee, Kandiszucker? ich nehm gerne auch drei. Was? Na Da gibt es klar. nur Zutat, ich gebe dir den großen. Ja, nee, komm, dann mach rein, Bist du drin. Ja, ja, sicher? ja, ja, ja. Die lösen sich sehr langsam auf. Den Rest kann ich nachher kauen und lutschen. Noch ein. Nein, es reicht. Nein, noch Probier ein. das erstmal. Es ist unglaublich, da ist mehr Zucker als alles Ja, andere. da Das ist ein gehören drei. kleines Kästchen. Eine alleine gehört da nicht rein. Da gehören mehrere rein. Und was du auch mitbekommen zu dem Schwarzwälder Ja, Kirsch, ja. gibt es natürlich auch Williams Christ drüber. Ah, gut. Das kippen wir da drüber, oder was? Heute Abend jetzt noch nicht, Ah, weil ja, das ist okay. Mittagszeit. So, guck mal, hier ist der Stollen. Den habe ich jetzt endlich rausgefummelt gekriegt. Dann machen wir jetzt mal hier schön. Ich will den Knust. Ja, oh ja, denn. Ich nehm mit dir. Das ist übrigens Oh, sauber schon allerbester, wieder. ja, Sauber, sauber, sauber. allerbester Stollen von Niederegger. Wo sind die? In Kiel, glaube ich, ne? Und Niederegger macht ja Oh, irgendwie guck mal, den wie viel leckersten. Ja, sieht Marzipan. Da gut ist ganz viel aus. Marzipan drin. Ja, das ist das leckerste Marzipan, glaube ich, was es gibt. So, Probier mal. probier mal. Ganz lecker. Ganz lecker. So, geschnitten ist, kannst du da wieder. Da fehlt gar keine Butter drauf. Der ist so lecker. Stell mal hier rüber. Der ist so lecker. Also, Schnell,
Stell mal nicht so weit weg. Ich habe noch nichts. Ach, stell mal da rüber. Ne, ist egal. Ich mache mal erstmal die Dose auf. Lass mal, ich mache erst die Dose auf hier. Wir kriegen ja. Hier ist der Puderzucker. Mm, mm. Ach, das hatten wir schon mal. Da ist kein. Ja, die 3 Minuten sind um. Mm. Ich glaube, okay. Jetzt ist. Mm. Ist wir machen die das Time. Mal raus. Wir nehmen das mal raus. Die Time. Das sieht auch schon, hat auch schon auf. Eine gute Farbe. So, wo kann ich den? Mach auf meine Untertasse. Den Beutel. Büdel. So, den Büdel. So, Fräulein, jetzt gibt es Tee. Fräuleinchen, Entschuldigung. Oh, wie das riecht, ne? Schnupper mal. Oh ja. So muss Tee riechen. Jetzt ist die Brille beschlagen. Na, herzlichen Glückwunsch. So muss Tee. Ja. So, hast du Klunches? Hast du Klunches drin? Da machen wir aber nicht nur einen rein. Da machen wir mehrere. Nein, da machen wir mehrere. Heb mal hoch. Ja. Ja, hab ich. Oh, es knistert. Ja, so soll es sein. Es muss knistern. So. Warte mal, hier ist das Mikro. Mal sehen, ob man das hören kann, dass es knistert. Psst, psst, psst. Hast du gehört? Es hat geknistert. Ja, so muss das sein. So. Ich habe Tee, ich habe ein Serviettchen. Du musst noch eben schnell einen Öffner holen, damit wir an den guten Schwarzwälder rankommen. Erstmal den Tee probieren. Erstmal den Tee probieren. Ja, das dauert eine Weile, bis das zuckert. Der muss ja süß werden. Lecker. Die Klunches. Ich gebe mal noch einen. Ich brauche noch ein Klunche. Das ist viel zu wenig. Du hast doch gar nicht probiert. Ich hole mal einen Dosen. Ja, die süßen nicht so wie normaler Zucker. So. Voll wieder, weißt du? Keine Ahnung. Schisse. So, es knistert immer noch. Aber wir machen uns, wie der aus Friese das macht, wie sich das gehört, der richtige Teetrinker, der macht sich ein Wulkje. Ich habe hier Sahne. Der macht sich ein Wulkje in den. Wie? Ich habe jetzt so. Ich muss den. Wenn du das sehen könntest, wie das hier jetzt aussieht, ich habe so einen kleinen Löffel. Ich mache mal 3 Löffel Sahne rein. So. Mm. Und? Der Stollen ist der Hammer. Ja? Da fehlt gar keine Butter, gar nichts. Okay. So, Flüsterchen. Prost, meine Lieben. Mmh. Fantastisch. Mmh, herrlich, herrlich. Der Tee ist der Hammer. Ja. Der Stollen. Ja, achso, ich muss hier noch aufmachen. Mmh. Der Open Maker. Der Open Maker. Ich habe hier den Open Maker. So, lass mich das mal open machen. So. Soll ich die Dose festhalten? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist der... Sind die Aufmacher so gestrickt, dass man das nicht festhalten muss? So, da ist er. Da ist er. Deckel weg. Hm. Oh, der riecht doch. Der riecht doch nach Schnaps. Das ist doch. Stimmt, der riecht nach Schnaps. Du, der riecht nach. Hier ist, guck mal, hier ist das Kind. Teilen wir uns. Ja. Ist nicht alles rausgekommen. Mmh. Ja, mmh, das schmeckt ganz doll nach Kirschwasser. Ganz saftig, ja. Oder schmeckt aber nach, da ist aber Kirschwasser dran. Ja, bestimmt. Der ist genauso saftig. Weißt du, letztes Mal, als wir die erste aufgemacht haben, wir haben ja mal eine vom Grafen gekriegt. Aus dem Schwarzwald, hier aus, wo wohnen die? Göteborg, ne? Göteborg? Göteborg oder, da sind oder wir aber Augsburg? Nee, Augsburg war es nicht. Nee, war es nicht Augsburg? Da irgendwo, irgendwas mit Borg. Björn? Björn Borg? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Burg. Borg. Hier. So, das ist ein großer. Ich glaube, du nimmst dann den großen Teller. Ich komme schon klar. Hier, Püppchen. Danke, Verkauf. Jetzt musst du noch hier, Stoff, weißen Stoff. Musst du noch. Ich mache das hier zurück auf den großen Teller. So. Ups. Und hast du mir ein Stück Klaben gegeben? Nee, ne? Du hast dir direkt gegeben. Was habe ich? Puderzucker auf der Hose. Das macht nichts. Hm. Ja, meine Lieben. So muss es sein. So ist es schön. Das ist eine vernünftige Tea Time. Mhm. In der vorweihnachtlichen Zeit. Das ist ja nicht mehr. Heute in 4 Wochen ist es soweit. Mhm. Oh, der Tee ist lecker. Absolut. Mhm. Und die beiden haben auch richtig geschleppt. Ja, der schmeckt richtig. Ein Kilo Zucker. Ja, oder 2.
Kilo. Ein Kilo? Und ein halbes Kilo. Und ein halbes Kilo Tee. Haben so. Sie richtig, haben sie angeschleppt hier. Mhm. Ja, sehr lecker. So, wir genießen jetzt mal. Und genau, wir genießen jetzt unseren Tee. Mhm. Und wir haben nicht viel jetzt gleich in den Bildern der Woche. Wir möchten euch gerne die Bilder der Woche zeigen. Dankeschön. Ich möchte trotz alledem, auch wenn der so lecker ist, möchte ich etwas Butter und etwas Salz auf meinem Stollen haben. Ich kriege gleich zwei. Wow. Mhm. Vielen Dank. Ich denke mal, wir genießen. Mhm. Wir genießen jetzt. Wir machen Schluss. Und wir fahren dann gleich noch runter ans Dorf und gucken mal, was da los ist. Wir wollen einmal ganz kurz, wir haben gestern einmal ganz kurz bei Paul vom Balkon geguckt. Da war noch ganz, ganz schlimmes Wetter. Mhm. Und wie gesagt, wir haben jetzt gerade eine Pause, die Sonne scheint. Ganz wunderbar. Aber es ist alles noch nass. Also es hat aufgehört zu regnen. Und die Felder stehen unter Wasser. Ja, alles nass. Das zeige ich euch gleich. Wir fahren gleich mal spazieren und gucken uns das mal eben an. Die Stauseen jetzt eigentlich schon ab? Ja, ja, werden, müssen abgelassen. Mhm. Stauseen müssen abgelassen werden. Ist zu viel drin. Das läuft schon über die Staumauer. Und darum muss ein bisschen raus. Da fahre ich aber nicht extra hin und gucke mir das an. Aber wir fahren gleich mal ins Dorf und gucken mal hier unterwegs die unter Wasser stehenden Felder und so weiter. Ja, meine Lieben. Dann sage ich mal so, Guillaume und Maria sind heute, oder Maria und Guillaume sind heute in die Flitterwochen geflogen. Ich habe schon gepostet. Die Reise geht zunächst nach La Palma, soweit ich weiß. Und dann noch irgendwie, die sind 15 Tage unterwegs. Spanisches Festland, ich weiß es nicht genau, sie haben es mir nicht genau gesagt. In 15 Tagen sind sie wieder da. Und da wünschen wir natürlich an dieser Stelle ganz viel Spaß. Schöne Flitterwochen und noch einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem fantastischen großen Schritt. Mhm. Was? 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 Habe ich Puderzucker im Mund? Nee. Habe ich gut abgelenkt? Ja, wir sind jetzt 21 Jahre zusammen. Mhm. Und wir sind nicht verheiratet. Und wir sind nicht verheiratet. Für Zeit, hä? Wir haben nur noch 20 Jahre Zeit zum Überlegen. Ja, mindestens. Auf die nächsten 20. Mhm. Wenn es dir leichter fällt, nimm mal hier einen Schluck von. Weil dann frage ich dich vielleicht irgendwann mal ganz offiziell, ob sie meine Frau werden möchten. Würden sie das würden wollen, wenn ich das fragen würde? Also ganz mal hypothetisch, rein hypothetisch. Wenn ich dann eine Nacht drüber schlafen kann? Eine Nacht, also brauchst du eine Nacht, sie braucht eine Nacht, um darüber nachzudenken. Aber das kommt jetzt so heute die Polter. So heute die Polter. Ja, einfach so völlig ungeplant. Okay, Freunde, jetzt schnell mal eben für euch die Bilder der Woche. Ein paar Bilder aus Camp Picafort. Dann das Heiratsspecial, das hab ich zusammengestellt. Eine Zusammenfassung der Festlichkeit. Geht über 15 oder 20 Minuten. Wie gesagt, gestern waren wir auf dem Balkon. Ja, und sehr viel mehr kommt auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Teezeremonie dabei zu sein. Das Püppchen hat scheinbar welchen. Das geht ja richtig voran da bei dir auf dem Teller, wa? Ja, du hast ja mal deinen Teller gesehen. Ja, ja, ich muss ja schnacken. Kann ja sein, dass du mich irgendwas fragst und ich habe dann irgendwie einen vollen Mund, deswegen bin ich noch nicht so viel am Essen. Ich warte die ganze Zeit, dass aus ist, dass ich hier losstarten kann. So machen wir das. Ganz liebe Grüße nochmal nach Ostfriesland, vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Moers und in den Burgenwald. Nee, wie heißt das? Fehmarnburg? Nee, irgendwo in den Schwarzwald. Wir grüßen den Schwarzwald. Auch hierfür herzlichen Dank, auch aus dem Schwarzwald. Und auf geht's. Jetzt sehen wir die Bilder der Woche. Und wir beide kommen gleich nochmal wieder, wenn alles aufgeputzt ist, zum Tschüss sagen.
ein Jahr ist wieder um. Mein Auto muss TÜV, muss den TÜV haben. Zu diesem Zweck sind wir eben unterwegs nach Santa Margarita. Das Püppchen hält freundlicherweise die Kamera. Und ja klar, wenn wir dann schon mal unterwegs sind, wenn es auch mal trocken ist, ihr habt die Bilder gerade gesehen, dann nehmen wir euch natürlich mit. Das ist eine ganz klare Geschichte. Da vorne vor uns ist schon Santa Margarita. Noch 3 Minuten, dann sind wir da. Santa Margarita. Hier sieht man die Kamera bitte. Wir gucken mal, wo mein Auto ist. Hier ist die Werkstatt. Ja, jetzt gehen wir da mal hin. Da ist er schon. Hab ihn schon gesehen. Da steht er. Na, kleiner, mit dir spielt wohl keiner. Ja, fit für TÜV. Jetzt muss ich noch zum TÜV fahren und mal sehen, ob ich ein Siegel kriege. Hier, meins läuft nämlich diesen Monat ab. Da steht's. So, Püppchen, hast du Geld dabei? Upsi. Nimm mal los. Wir gehen mal zu Juan in der Werkstatt. Mal sehen, was er sagt. Mal sehen, was er heute singt für uns. So, meine Lieben, das ist die Werkstatt von hinten. Und ich habe schon immer gesagt, wenn die Werkstatt hier nicht stehen würde, dann würde, glaube ich, hier meine Finca stehen. Guckt euch mal diesen fantastischen Ausblick an. Über das kleine Tal zwischen, da hinten ist Muro. Ganz geradeaus jetzt. Zwischen Muro und Santa Margarita. Ganz toll. Ein toller Ausblick. Es geht auch mal ohne mehr. Naja, genau, ihr könnt vielleicht die Seen sehen, die mittendrin sind. Da hinten ist auch einer. Das Wasser ist also zu viel gewesen. Die Felder können das nicht mehr aufnehmen. So, ein toller Blick. Und ein bisschen Sonne. Herrlich. Herrlich. So, weiter geht's. Noch in der Werkstatt. Da ist mein Zettel. Am Montag drückt er mir mal die Daumen um 13 Uhr, wenn ihr möchtet. Dann ist nämlich mein TÜV-Termin. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir den alten Schlusen nochmal durchkriegen. Ich drücke mir selber auch die Daumen. Natürlich. Auf geht's. Wir fahren jetzt nach Campiga fort.
Hoy es el día viernes, el 19 de noviembre 2021. Das war Spanisch. Und heißt, heute ist der Freitag, der 19.11.2021. Wir sind auf dem Weg hier zum Gaucho, weil ich habe gehört, hier muss noch sehr viel vorbereitet werden und sehr viel gearbeitet werden für den morgigen Tag. Und ja, Freunde, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Da ist auch, sehe ich schon, da ist schon Bewegung. So, stecken wir schnell das Handy ein. So, wir gehen mal rein und muss hier noch eben zumachen. So, das ist alles manuell, darum kann auch nichts kaputt gehen oder nur wenig. Bei meinem Auto ist nichts elektronisch, nicht mal der Fahrer. Auch der ist mechanisch. So, jetzt ist zu. Jetzt gehen wir mal eben rein. Jetzt wollen wir mal eben gucken, was da los ist. Aha. 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 Hier wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ihr seid die Nummer 5. Was sind wir? Los Cacuadats. Los Cacuadats. We love Camping a Four. Qué detalle, ja, qué detalle, qué detalle. Qué detalle. Hostia, ¿estáis en la mesa 5? Estoy, sí. Hoy estoy con la cámara porque me dicen que hay preparaciones. Y pero que... no puedes mostrar esto hasta más tarde. ¿Eh? Esto no se puede mostrar. No, 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 aún no. ¿Te has visto que la mesa? No, el jueves que viene. Para encontrar las que... letras. Will of Camping Afro. Ah, sí. Me ha quedado perfecto. ¿Por qué no me preguntas a mí? Bueno, a las 9 en el. Porque era una sorpresa para ti. Ya, porque era una sorpresa para ti. Ah, vale, vale. Y te he puesto la mesa de Will of Camping Afro. Sí, 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 sí. Guck mal. Hey. Deine Freunde. Para jueves que viene. Para Dachta. ¿Qué tal? Bien, Stress, genug Stress. Warum gestern die Reparatur, die Markise? Ja, gestern schon fertig. Gestern, oh, aber guck mal. Bis heute ist möglich die Deko. Ah, okay, aber ja, klar. Jetzt ist Stress von Maria. Jetzt ich habe mit die Kunde Bier, Shirt. Ah, okay, okay, okay. Okay. Ich auch ja, ja, natürlich, natürlich. María, dame el micro. Hola, ¿cómo hola, estás? Guapas, ¿qué hola, tal? Hola, muy bien. Hola. Esto es Televisión Alemania, ¿eh? Sí, sí. 6 millones, hola, 6 millones de Lucky Lucky. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? A ver, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, aquí se fertig. Eine Seite, ich habe keine Schlüssel. Andere Seite. Ich habe keine Schlüssel. Tut mir leid.
Bienvenidos todos. Nos hemos reunido hoy para celebrar el matrimonio civil de Guillem Font Ferrer y María Noel Gracia Barrio Nuevo, siendo las 17:45 del día 20 de noviembre del 2021. Una fecha muy importante, 20 de noviembre. Comparecen quien acreditan ser Guillem Font Ferrer y María Noel Gracia Barrio Nuevo para contraer matrimonio civil en virtud de la autorización emitida por el juez encargado del registro civil de Santa Margarita en auto de fecha 25 de octubre del 2021. Por todo esto, yo os pregunto si queréis contraer matrimonio. Guillem, ¿quieres contraer matrimonio con María Noel aquí presente y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero. María Noel, ¿quieres contraer matrimonio con Guillem aquí presente y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero. Os podéis poner los anillos. Enhorabuena, os podéis besar. Bueno, y desde el ayuntamiento les vamos a regalar unos libros porque este invierno puedan leer, libros de Capi Caporti de Santa Margarita. También les regalamos una torre de filación y un... Thank you.
equivocas con el otro guapo, ¿eh?
So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Das waren die Bilder der Woche. Was? Aufgegessen. Aufgegessen, ja, wir haben aufgegessen. Alle beide. Gerade eben, just in diesem Moment. Das ist meine dritte Tasse Tee. Ich muss auch ganz dringend pullern jetzt. Wirklich sehr lecker. Darf man nicht schlürfen. Ja, die Familie Bünding, die den Tee macht, ist ja schon eigentlich sehr bekannt. Und ich habe nochmal nachgelesen, die gibt es schon seit 1806. Das hast sind du also, auf der Verpackung gelesen? Hast du auf der Verpackung. ich glaube aber, ich habe die Familie Bünding schon mal kennengelernt. Schon mal 1806. Kennengelernt. 1806. Nee, nee. Die waren damals schon, hatten damals schon ganz damals, hießen dann noch anders, mit der Hanse zu tun. Die Hanse sagt euch vielleicht was, das war diese Nord- und Ostsee-Vereinigung, Handelsvereinigung, die es gab bei uns damals in Deutschland. Wie auch immer, der Tee war lecker, der Kuchen war lecker, der Stollen war lecker. Mhm. Ganz lieben Dank nochmal an alle, die sich so viel Mühe gegeben haben. Und ich muss mir das immer, versuche mir das immer vor Augen zu führen. Da gibt es jemanden in Deutschland, der denkt an uns, geht los, kauft was ein, packt das dann in eine Schachtel, schreibt noch ein paar nette Texte dazu und schickt uns das dann. Finde ich total genial, finde ich total geil. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle an alle, die uns immer ein Care-Paket geschickt haben. Es war immer was dabei, sogar das Püppchen hat irgendwas Leckeres gefunden. War immer alles lecker. Ja, immer war alles lecker, ja. Gut, meine Lieben. Und die Hunde haben sich auch immer gefreut. Die Hunde haben sich natürlich auch gefreut über die Leckerlis. Natürlich, natürlich. Das war's für dieses Mal. Das war der Dachtag. Ich hoffe, dass wir euch ein klein bisschen Freude nach Hause gebracht haben. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt mit unserer kleinen Teezeremonie hier. Das haben wir ja damals versprochen, als wir auf dem Bierfest waren. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir waren ja mit Elke und Sigi auf dem Bierfest. Mhm. Und da haben wir schon versprochen, dass wir das machen werden. Haben wir jetzt gemacht. International. Tee aus Ostfriesland. Kuchen aus Schwarzwald. Göteborg. Aus dem Schwarzwald. Stollen aus Moers. Ganz toll. Sehr geil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war der Dachtag für dieses Mal. Mhm. Ich bedanke mich vor allem beim Püppchen, die dabei war. Weil ich den Tisch gedeckt ohne Kochstudio diesmal. Weil du den Tisch so schön gedeckt ich hast. Ich habe Tee gekocht. Ja. Das Püppchen hat Wasser gekocht, ohne es anbrennen zu lassen. Ist doch schon mal was. Ist doch schon mal was. Und der Tee, der ist wirklich lecker. Wirklich lecker. Also, liebe Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Heute in 8 Tagen geht es weiter, denn heute in 8 Tagen ist wieder ein Donnerstag. Und jeden Donnerstag kommt normalerweise unser Dachtag. Ich werde mal versuchen, das Püppchen zu überreden, für uns was zu kochen. Mach ich doch gerne. Fürs nächste Mal? Machst du gerne? Ja? Ich weiß auch schon was. Du weißt schon was? Willst du es verraten? Nee, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also, nächste Woche gibt es wieder ein Kochstudio. Darauf freuen wir uns ganz besonders ich. Weil ich darf das dann immer probieren und essen. Und bis jetzt war das immer sehr, sehr geil. Wir sehen uns heute nach Tagen. Nächste Woche ist Donnerstag und dann geht es weiter mit dem Dachtag. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund. Ganz viele liebe Grüße. Sonnige Grüße jetzt endlich wieder nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, in die UK, überall da, wo wir Fans haben. Dahin grüßen wir natürlich. Und ich würde sagen, jetzt kommt der Strandschwenk. Okay. Den mache ich direkt hier von hier oben vom Dach. Kann man eigentlich mehr von unserem Haus sehen? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, ne? Wir können es hören. Wir können es sehr oft hören, aber wir können es nicht sehen. Es sind zu viele hohe Bäume drumherum. Also, jetzt ist aber Schluss. Bis nächste Mal. Dankeschön. Baba. Baba. Alles Gute. Tschüss. Bis nächste Mal. Nächstes Mal gibt es wieder Kochstudio. Schöne Schale. Schöne Schale. Ciao, macht's gut. Alles Gute. Tschüss.